Herr Weinberg, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wunderbar. Wenn wir die letzten Monate von 44 und 45 waren schlimmer wie 2 Jahre Auschwitz für uns, weil das überhaupt fast kaum was zu essen gab. Und man ist so abgemagert, man ist ein Skeleton gewesen, ein Knochengerüst mit einer dünnen Hautschicht überzogen. Ich habe 57, 60 Pfund gewogen. Und wenn ich dann nach Gleiwitz kam, da haben wir so einen Leiterwagen schieben müssen. Es war sehr kalt im Winter. Mit 3 Schweine von der SS-Küche. Und die wurden dann geschlachtet in Gleiwitz. Und mein Bruder hat sich gemeldet, ja, er versteht was vom Schlachten. Aber mich haben sie geschnappt, gleich auf Transport zu gehen. Und ich bin da vorbei, habe aber gar nicht gewusst, dass mein Bruder in der Baracke war. Und da hat er mich gesehen und hat gesagt zu den SS-Hauptsturmführer oder wer das war, hol den mal rein, das ist mein Bruder. Und da hat er auch gemacht. Und ich gehe da rein und mein Bruder gibt mir eine Dose, so als wenn man bei Aldi eine Kanne Bohnen kauft. Und was kann ich sagen? Ich habe gedacht, das ist Wasser oder Tee oder Kaffee. Und das war ausgelassenes Schweinefett. Mhm. Und das habe ich runtergetrunken, weil ich überhaupt keinen Geschmack hatte. Und dann nächsten Tag auf Transport. Können Sie sich vorstellen, wie meine Innereien waren? Wenn ich nach Dora kam, da war ich wie man uns gerufen hat, wenn man kurz vorm Tode war, ein Muselmann. Nur eine Haut und Knochen. Ja. Und wenn dann der Amerikaner näher kam, dann wurden wir wieder auf Transport geschickt. Ich habe 3 Todesmärsche hinter mir. Und wenn ich nach Bergen-Belsen kam, alles, was laufen konnte, das war ungefähr 6 Kilometer vom Hauptlager, wo die Rampe war, die laufen konnten, die haben sie marschiert zum Lager. Und was nicht laufen konnte, wurde auf LKWs gepackt, solche Flatcars, und einfach umgekippt im Lager. Ich war nicht mehr unter den Lebenden, wie man sagt. Ich war besinnungslos, ich habe nicht mehr gewusst, was ist, aber ich muss wohl wieder zu mir gekommen sein. Und ich habe noch nie einen Panzer oder einen Tank gesehen gehabt bevor, und das waren dann die Engländer. Und dann haben sie uns eine Scheibe Weißbrot gegeben mit einer Portion Butter, weil die auch nicht gewusst haben, was sie mit uns Häftlinge da machen sollen. Und da sind viele gestorben, weil der Körper das Stückchen Brot und das Stückchen Margarine nicht verschaffen konnten. Konnten das nicht verdauen.